Hi, mein Name ist Robin und herzlich willkommen zu einem Part New Super Mario Bros. Ich möchte mal sagen für die Wii, aber es ist ja nicht die Wii-Version, von dem her. Easy, wir machen das Level hier nochmal, weil ich hier einen Secret Exit übersehen habe, der mich im Grunde genommen eigentlich ziemlich angekotzt hat im letzten Part, weil ich nicht mehr wusste, wo der ist. Aber ich hab's glaube erwähnt, dass man den Mini-Pilz dafür braucht. Das Problem ist, mit Mini-Pilz ist halt das Level schon noch um einiges schwerer. Es ist halt so träge, mit dem Mini-Pilz zu spielen. Ich mag es nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich mag es nicht. Allein wegen so Aktion. Na egal. Wir haben hier einen Secret Exit und schalten damit einen neuen Weg frei. Ich muss gucken, wie es mit dem Leben ist. Ob wir den also Welt 4 freischalten können und Welt 3. Das werden wir dann sehen. Hier kommt man eigentlich recht weit, überspringt den Turm damit. Also wer den Turm umgehen will in dem Spiel, falls jemand das Spiel noch hat, ist mittlerweile wieder 40 Euro wert. Der sollte hier ein Secret Exit. Probier jetzt das ganze Level hier im Mini. Ob es das wird? Keine Ahnung. Ich meine, warum nicht? Ich glaube, es ist machbar. Zu dem Beweis mein... Oh, Leute. Beweis ist ja nur irgendwie mein Skill, oder? Okay. Oh, lol. Da muss ich aufpassen, dass es nicht passiert. Aber ich glaube, so Sprungpassagen sollten kein Problem für uns sein. Mann, schade. Stimmt, ich brauche ja noch die Star Coins. Hier nicht zu weit nach rechts gehen, weil sonst respawnt die Kugel und da habe ich keine Lust drauf. Kommt das gleich nochmal, oder? Ah, ne. Ab und zu kommt sie. So. Die Hälfte hätten wir schon geschafft mit Mini-Pilz. So schwer ist es nicht. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Es wird es auch. Obwohl unsere Hitbox ist jetzt eigentlich ziemlich klein. Ah, oh, fuck. Komm, schieß nochmal. Juhu. So. Warten, bis sie weg sind und dann da runter. Dann nochmal kommen lassen und... Oh, war das knapp. Jeez. Sollen wir uns hier gerade noch einen Mini-Pilz holen? Ja, komm, warum nicht? So, dann hier rein. Und da machen wir das Schwerste als erstes, also... Besser gesagt, wir versuchen als erstes Welt 4 freizuschalten und dann Welt 3. Oh fuck. Oh fuck. Wieder rein. Oh Gott, das war knapp. Das Level an sich ist ja nicht schwierig. Der Boss ist ja schwieriger, um einiges. Den Mini-Pilz habe ich jetzt einfach nur auf Reserve. Falls ich es jetzt nicht schaffen sollte, cheat ich ein bisschen. Im Sinne von, yo, es wird einfacher. LOL. Als ob. Wir haben ihn einmal. Ist gut. Fuck. Oh fuck. Okay, das war so schneller. Hey, warum hat es ihn jetzt nicht getroffen? Hat er gerade in dem Moment geschossen? Das kann sein, aber warum? Ne, was? Das hat ihn doch am Kopf getroffen. Ich war doch schneller. Oh Gott, das können ein paar Anläufe brauchen. Es können ein paar Anläufe brauchen. Also wenn wir jetzt hier bei dem Part nicht schnell vorankommen sollten, liegt es daran, dass es jetzt ein paar Anläufe braucht. Aber ich meine, wir schalten dadurch gerade zwei Welten frei. Im Grunde genommen sind es zwei Endbosse. Ich mache es mir jetzt am Anfang schwieriger, damit ich es mir eben nachher leichter machen kann. Dann schrote ich den einfach mit einer... Ah, fuck! Mit einer, genau. Warum habe ich den Mini-Pilz jetzt schon eingesetzt? Ich wollte doch sparen. Dann schrote ich den nachher mit einer Feuerblume weg. Ich kann ja auch jetzt mit der Feuerblume wegschroten, dann muss ich nicht immer die Dinger holen. Dann sparen wir Zeit. Okay. Neuer Plan. Dann können wir gerade durchlaufen. Eigentlich. Komm.
mich erst wieder einspielen. So, jetzt bin ich wieder drin. Hier ist eine Feuerblume drin und... Hepp. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt wird es was. Jetzt kommt die Story des Tages. Mir ist heute einfach Backpapier abgebrannt. Man glaubt es kaum, aber Backpapier kann einfach brennen. Wenn ihr also irgendwie mal... Also wenn irgendwie mal euer Ofen brennen sollte, weil ihr eine Pizza macht oder so, dann brennt euer Backpapier ab. Das ist mir heute beim Arbeiten passiert. Mein Ausbilder war gerade eben dran, aber kein Mensch hat Feuerlöscher geholt. Weil, ja keine Ahnung, für Feuer braucht es immer drei Sachen. Sauerstoff, ein Funken und eben Brandmedium. Jedenfalls Backpapier. Aber ist es doch nicht schwerer, gegen ihn zu kämpfen? Man kommt ja nicht auf die Höhe, oder? Oh ne, um einiges einfacher. Oh fuck. Ich meine, der Boss ist allgemein nicht schwer. Man guckt es euch an. Jetzt schießt er nochmal. Ah, den hätte ich treffen können. Jetzt ist er zu groß. So, und das war er. Das Ganze müssen wir jetzt im Mini schaffen. Im Mini ist es halt um einiges schwerer. Ey, wir können auch Welt 3 jetzt abschließen und dann praktisch Welt 4 freischalten, aber ich möchte es eigentlich nebenbei machen. Ah, übrigens, Welt 2 ist komplett. Sowohl Sternmünzen als auch alles andere. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist der Weg unten zu Welt 4. Die Musik ist so chillig. Aber wir gehen erst im nächsten Part zum Strandfeeling über. Ich weiß nicht, geht die Kanone auf Welt 7? Da hätte ich jetzt gerade keinen Plan. Irgendeine geht auf Welt 7, das weiß ich. Das heißt, wir müssen irgendeinen Boss nicht besiegen. Also, besser gesagt, der Boss aus Welt 5. Ich weiß schon, wer das ist. Aber... Er ist da doch ein bisschen heftig. So. Jetzt laufe ich einfach durch. Also gut, es geht, laufe ich durch. Also im Grunde genommen ist das Spiel nicht schwierig, wenn man jetzt sieht. Wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen zu viel Übung drin. Und weiß, wo alles kommt. Ich sollte mal einen Speedrun hier versuchen im Spiel. Oh fuck. Ich sollte auch ab und zu die Klappe halten. Ernsthaft? Ah, es juckt uns bald eh nicht mehr und zudem können wir jetzt hier durchlaufen. So. Da auf die große Kugel kurz warten und dann... Und... Hepp. Hier den Mini-Pilz nehmen? Ja, nimm doch den Mini-Pilz mal. Jetzt hätten wir die Hälfte schon wieder. Ich möchte es in dem Part schaffen irgendwie. Das hört mich jetzt gerade richtig an. So. Im Grunde genommen kann man hier auch einen Megapilz mitnehmen. Und sobald der Gegner spawnt, einfach einen Megapilz einsetzen, dann ist es praktisch ein Instant-KO. Das heißt, schießt, oder? Er schießt. Yo. Greifen wir beim nächsten Mal an. Das heißt, jetzt gehe ich hoch. Ah, der geht ja nochmal hoch. Das heißt, schießt er? Ja, gut. Okay. Das war nichts. Das war auch nichts. Jetzt schießt er nochmal. Ja. Ja, man erkennt das Muster halt so langsam. Da bin ich zu langsam für. Zweiter Treffer. Oh, jetzt bin ich nervös. Das dürfte nicht sein. Der Boss ist halt so. Nein! Der kommt doch. Oh fuck!
Jetzt geht er wieder runter. Jetzt meine Chance, lass ihn schießen und dann... Nein, was? Jetzt geht er wieder kurz hoch. Und wieder runter. Dann schießt er. Zu weit gesprungen. Fuck! Dann halt so. Oh, gut, wir haben es geschafft. Und wir sind erst bei 10 Minuten, das heißt, wir können auch ein Level machen aus Level 3. Oh, gut. Ist gut, jetzt pass auf, was passiert. Das erste Mal, wo ich das gesehen habe, war ich voll geflasht. Ich weiß auch nicht warum. Was, da geht's in Welt 4? Ich habe halt früher immer so Herausforderungen gestellt. Habe ich auch später gemerkt, wie man zu Welt 4 und 7 kommt. Ist eigentlich scheiße schwer. Mir war ziemlich langweilig als Kind. Da gehen wir nachher hin. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gerade mit dem nächsten Level an. Ich hasse Wasserwelten. Aber zuvor kaufen wir den Weg auf, falls mir das andere Level zu blöd ist. Ich habe übrigens die englische Version gekauft. Von dem Spiel. Wundert euch also nicht, warum alles in Englisch ist. Ich bestelle allgemein nur englische Titel. Also Spiele auf Englisch. Das neue Zelda habe ich auch nur auf Englisch bestellt. Mario Kart auch. Ich finde es irgendwie besser. Oh, es ist ein ganz normales Cheat-Cheat-Level. Ist gut. Versuchen wir mal alle roten Coins zu bekommen. Okay, so wird es auf jeden Fall nichts. Lassen wir das mit den roten Coins. Hätten es sowieso nicht geschafft. Das ist wichtig, da... Okay. Hey, wir haben noch gar nichts bekommen. Was? Noch keine Münze oder so? Oh, scheiße. Ah, das ist so ein Level. Hier kann man, glaube ich, in der Mitte rein, genau. Dann einmal die Augen nach rechts wenden. Ich habe es jetzt so... Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Also jetzt für euch nach rechts. Ich glaube, es ist echt eine gute Lösung, dass ich das so geklärt habe. Nein! Ach, du Arschloch! Oh, Mann! Ah, übrigens, der Fisch one-hittet euch. Das wollte ich euch noch sagen. Och, Mann. Ja, okay, passiert. Oh, besseres Item unter Wasser auf jeden Fall. Jetzt können wir auch den Fisch töten. Konnten wir davor nicht. Oder so. Ciao. Ja, wir haben immer früher Party bekommen von dem Fisch. Alter, aber wie oft ich sterbe. Ist es normal? Ja, ich muss wahrscheinlich wieder reinkommen. So. Der hat uns nicht getroffen. Das war das Glück. Da oben ist gerade die nächste Starcoin, aber... Da oben ist mal der fucking Fisch. Wir lassen jetzt also als erstes hier runterkommen. Schrot ihn ab, geh zurück und hol mir die Starcoin hier. Das ist ziemlich asozial, wenn man so drüber nachdenkt. Oh, wichtiger Moment. Also mit Feuerblumen ist das Level eigentlich gar nichts. Feuerblumen ist halt so OP. Brauchen gar nichts mehr. Gut. Mit dem Level werden wir dann auch fertig. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst mir einen Schuh. Wir sehen uns im nächsten Part. Welt 2 ist abgehakt. Welt 3 und 4 kommen demnächst. Ich hoffe, wir kriegen jede Welt in 2 Parts durch. Tschüss und bis bald.